Von der Stamford Bridge melden wir uns heute, liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Chelsea gegen Bayern München. Halbfinal-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League, Buschi. Heute ja, muss idealerweise für beide ein Sieg her. Ja, ansonsten stehst du ja im Rückspiel schon fast mit dem Rücken zur Wand. Heute brauchst du einfach die gute Ausgangslage. Und ab geht's. Anstoß durch den FC Chelsea. So wird Chelsea heute beginnen. Kepa steht im Tor. N'Golo Kanté steht mit Mateo Kovacic im Mittelfeld. Und vorne haben wir bei ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Kovacic. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Kingsley Coman steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Serge Gnabry. Flanke für Lewandowski. Kepa hält, Ball ist... Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und genau da musst du als Spieler stehen, wenn du solche Dinger machen willst. Er hat das antizipiert. Er wusste, dass der Keeper den Ball nur abklatschen würde. Und dann steht der Gold richtig. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Chelsea verliert den Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Das wird hier Ecke geben. Kimmich führt aus. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und das gibt erneut Eckball. Ecke kommt von Kimmich. Die ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Und alle fragen sich jetzt, wie kann denn das passieren? Hier nochmal dieser Treffer. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Da gibt der Schiedsrichter Vorteil für Chelsea. Willian jetzt. Tammy Abraham. Ballverlust von Chelsea. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Jetzt Thomas Müller. Es gibt hier die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Fängt diesen Ball ab. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Kimmich führt aus. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gut aufgepasst hier. Vorne Azpilicueta. Jetzt vielleicht. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Chelsea verliert den Ball. Und da ist der Ball wieder weg.
Lewandowski jetzt am Ball. Sieht gut aus, Lewandowski. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Flanke abgefangen von Azpilicueta. Willian jetzt. Chelsea muss mehr tun, schaut hier aktuell mehr oder weniger nur zu und die Fans sind nicht zufrieden. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Ah, da geben Sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Ballverlust. Schöner Pass. Christian Pulisic. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Goretzka. Lewandowski. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Thomas Müller jetzt. Willian jetzt am Ball. Klasse Pass. Willian. Ist das der Anschlusstreffer? Und Tor! So, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Sie verkürzen und jetzt geht noch mehr. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, den besser. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 45 Minuten sind vorüber in diesem Halbfinal-Hinspiel und sie führen. Ja, Wolf. An der Stamford Bridge ist alles bereit für den zweiten Durchgang. Kann losgehen. Bayern München mit dem Ballgewinn. Und jetzt Müller. Müller, klasse. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke kommt von Kimmich. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Mit seiner eigenen Leistung kann er zufrieden, einverstanden sein. Hat sein Tor gemacht, aber sie laufen diesem Rückstand hinterher. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Klasse Zuspiel. Super Pass, Ball kommt an. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, Thomas Müller verlässt den Platz und Thiago Alcantara kommt an seiner Stelle rein und wird das Heft gleich in die Hand. So, die Luft scheint aktuell raus aus dieser Partie. Sie sind vorne, mehr wollen sie nicht. Fußball findet im Moment praktisch nicht mehr statt. Und das merken auch die heimischen Fans und sind mal richtig mies drauf. Die sind unzufrieden. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Setzt sich klasse durch. Jetzt eine gute Flanke. Schön gemacht. Und da klingelt es im Kasten. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Hier nochmal dieser Treffer.
3-1 heißt es also jetzt. Weiterspielen. Es gibt den Vorteil für Chelsea. Ballverlust von Chelsea. Kimmich. Viel mit Auge. Coman. Was macht er draus? Schöne Flanke. Jetzt vielleicht. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Schöner Pass. Christian Pulisic. Bayern München mit dem Ballgewinn. Kimmich. Ballverlust Bayern München. Jetzt könnte es gefährlich werden. Thiago jetzt. Lewandowski. Ja, der nächste tolle Pass. Serge Gnabry. Lewandowski, den muss er machen. Das war knapp. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Chelsea verliert den Ball. Sie sind vorne, aber wollen nachlegen. Gut so. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Mateo Kovacic. Spielt er den Ball in den Strafraum. Christian Pulisic. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Ah, ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er ja schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. 4 Minuten bleiben hier noch. Das ist jetzt seine Chance. Robert Lewandowski! Die Bayern mit dem Tor. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Thiago jetzt. Willian. Kovacic. Christian Pulisic. Super dazwischen gegangen. Jetzt pfeift der Schiedsrichter dieses Hinspiel ab. Der Sieg geht also am Ende an die Bayern. Und was ist dieser Sieg wert? Natürlich, es ist ein leichter Vorteil. Aber ich bin mir sicher, es wird noch eine Nervenschlacht im Rückspiel. Alles drin, nach wie vor. Sie sind noch lange nicht im Finale. Da ist noch eine Menge Arbeit zu leisten. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Die Gefahr, ganz unglückliche Nummer, ein Eigentor. K.
Klasse Pass. Willian. Ist das der Anschlusstreffer? Und Tor! So, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Sie verkürzen und jetzt geht noch mehr. Setzt die Klasse durch. Jetzt eine gute Flanke. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und da klingelt es im Kasten. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit zwei Treffern in Führung. Spielt er den Ball in den Strafraum. Christian Pulisic. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Das ist jetzt seine Chance. Robert Lewandowski! Die Bayern mit dem Tor.